Hi. Auch mal wenn dir ein kleines, feines Lebenszeichen von mir. Sorry, dass gerade beim letzter Zeit nichts kam. Erstens mal hatte ich eine ziemlich böse Trennung hinter mir. Zweitens, mich hatte Corona leider etwas, naja, flach. Das wollte ich halt flachgelegt sagen, aber es ist nicht YouTube-freundlich. Umgehauen, aus den Socken gedremmelt und mal ordentlich. Sagen wir mal so. Corona hat sich nicht nur gedacht, es schaut vorbei, er bleibt sogar für ein paar Tage, habe ich mir so gedacht. Nee, mach mal nicht, aber ja, egal. Er hat sich dann doch entschieden, so, ja, ich bleib jetzt. Und ja, egal. Mir geht's soweit wieder besser. Ich kann am Montag zumindest, ich habe mir auch wieder freitesten lassen und ich bin am Montag auch wieder in the town, also in der, auf der Arbeit. Ich habe mir eine Kleinigkeit gegönnt. Die sich, ja, ihr werdet es eher am Montag sehen. Das Video kommt wahrscheinlich morgen raus. Es ist jetzt bei mir 22:41 Uhr. Ich hatte einfach mal Bock drauf, mal wieder ein Video zu machen. Die Tonquali, auf jeden Fall kann ich euch schon mal so weit spoilern, die Tonquali wird sich ändern. Ich hoffe ins Bessere, ich hoffe ins Positive, auf jeden Fall freue ich mich schon voll drauf. Und ja. Das wird hoffentlich sehr sexy. Wie ihr vielleicht seht, habe ich nochmal neu angefangen, weil irgendwo wieder mal einen Fehler gemacht habe. Und ja, ich bin etwas doof, was das betrifft. Also, ja. Die Welt zeige ich nicht, die mache ich für mich privat. Das ist einfach nur so eine. Ja, das ist der letzte Versuch von. Endlich mal die goldene Tasse zu kriegen. Aber darum soll es jetzt nicht wirklich gehen. Es soll jetzt eigentlich erstmal darum gehen, dass ich machst für mich Eisenplatten, genau. Es soll jetzt eigentlich darum gehen, dass ich liebend gerne demnächst wieder Podcast aufnehmen wollen würde. Sehr gerne sogar. Und mir aber derzeit die Leute fehlen. Deswegen ist es ein kleiner Aufruf an alle, die irgendwie Bock hätten. Weil ihr kennt ja wahrscheinlich meinen oder unseren vom Joker und mir, dem Arkham Asylum Podcast. Den würde ich auch gerne weiterführen. Ich hätte auch voll Bock drauf. Nur unter der Woche wird es ein bisschen schwierig mit Folgen aufnehmen, weil er muss arbeiten, ich muss arbeiten. Und ja, ich werde mich mit ihm demnächst nochmal kurz schließen, ob da demnächst noch Interesse besteht, zwecks Podcast oder nicht. Und ich werde es diesmal über OBS aufnehmen, also schon über Placy, aber also er ist dann auf der PlayStation, ich bin dann über OBS, Streamlabs OBS. Und ja, ich hoffe dann mal, dass das soweit hinhaut. Ja. Also morgen wird es einen kleinen Teststream wahrscheinlich geben, weil ich ein kleine, je nachdem wie fit ich morgen bin und je nachdem wie lang ich, also nee, nicht morgen, am Montag wird es einen kleinen Teststream geben. Aber der ist noch nicht fix, weil ich weiß noch nicht, wie weit ich so fit bin dann auch, weil es ist ja dann doch irgendwie mit Nerven und Müdigkeit und Kicken und ja. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, ich bin jetzt seit 5 Wochen Förster. Das heißt, ja, ich kümmere mich darum, dass andere Leute Brennholz haben für den Ofen. Mit ein paar Arbeitskollegen. Ja, ich will euch auch nicht die ganze Zeit hinnehmen. Jetzt habe ich vergessen, was ich wollte. Ach so, ja, ein paar Schmelzofen aufstellen. Genau. So. Wie gesagt, die wird nicht hundertprozentig schön sein. Es ist aber auch nicht wichtig, weil das ist meine Karte. So. Bei mir ist es zweckmäßig nicht schön. So. Also, es soll bei mir darum gehen, in der nächsten Zeit, sonst würde ich auch alleine einen Podcast aufnehmen. Das sollte auch soweit kein Problem darstellen, weil Themen hätte ich genug. Ich werde auch versuchen, auf TikTok wieder ein bisschen präsenter zu sein.
Nur das kann ich halt noch nicht wirklich versprechen, weil ich nicht weiß, ob es sich dann, wie gesagt, auch demnächst mit meinen. Weil ich will auch wieder öfter streamen, jetzt auf jeden Fall, wenn ich das. Wenn es wirklich am Montag kommt, das, was ich geplant habe. Und ja. Genau. So. So, erstmal wollte ich einfach mal unverbindlich fragen, wie geht's euch? Alles gut überstanden? Der liebe Taxor, Grüße gehen raus an dich, weil ich hoffe, dass du das Video siehst. Ich hoffe, dass du es auch schon überstanden hast, weil der liebe Taxor war nämlich auch wie sage ich das jetzt ganz nett? Naja, den hat sie mich auch ziemlich umgehauen. Und es tut mir leid, Daxo, dass ich leider sehr wenig mit dir schreibe auf Insta, obwohl ich da eigentlich fast täglich online bin. Es tut mir leid. Auch das ist noch ein Thema. Wenn irgendwer mit mir befreundet, also es gibt ja schon noch Leute, die mit mir befreundet sind, nehmt es mir bitte, bitte, bitte nicht übel, wenn ich mich selten melde. Es ist einfach so zur Zeit, geht auch bei mir privat einiges drunter, drüber, wie auch immer. Und da komme ich leider nicht dazu, immer mal wieder Hallo zu sagen. Wisst ihr, was ich meine? Oder so. Außerdem habe ich noch, ich hoffe, dass sie es sieht, die liebe Charlene VKC hat mir gefollowt vor 7 Tagen. Nochmal vielen Dank dafür. Vielen, vielen Dank. Da wäre es auch super lieb, wenn ihr einfach mal ein Follow da lasst. Ich werde ihren Account irgendwo und alle anderen Accounts, denen ich zurzeit folge, werde ich dann einfach unten, entweder oben als Infopost oder einfach unten in die Videobeschreibung packen. Auf jeden Fall, ja, Links abchecken. Weil wir schon bei Links abchecken sind, würde es mich auch tierisch freuen, wenn ihr auf meine Wishlist guckt. Das wäre nämlich auch nochmal richtig sexy. Und was fehlt mir jetzt? Eisenplatten. Natürlich, Eisenplatten. Warum auch nicht? So. Ja. So. Aber das wird eh nochmal umgebaut, also macht euch jetzt nicht ins Höschen. Jetzt habe ich keine Eisenplatten mehr. Ich glaube, mein. Warte mal kurz. Okay, Eisenplatten holen. Ach Gott. Ja. Ich hole Eisenplatten und hole Eisenstangen, läuft. So, das kommt davon, wenn sich kein Skript schreibt und das Video spontan aufnimmt. Aber ja, ihr seid halt nichts anderes von mir gewöhnt. Ich weiß, ich habe noch nie irgendwie ein Skript für ein Video gemacht, weil dann fallen mir wieder 50.000 Sachen ein, die ich nicht aufgeschrieben habe. Also, ja, also wenn sollte mein Solo-Podcast von mir kommen, könnt ihr euch schon mal darauf freuen, dass es ziemlich chaotisch abgehen wird, wahrscheinlich. Also, ja. Nee, worum es mir jetzt eigentlich geht, ist ja die Sache, dass ich einfach wahnsinnig gerne, wie ihr vielleicht gerade mitkriegt, Sette spiele und das auch schon seit jetzt fast einem Jahr oder über ein Jahr wahrscheinlich schon. Was ich auch noch ankündigen wollte, kommendes Wochenende, und da wird kommen, was will. Ich habe mein 7-jähriges Jubiläum verpennt auf Twitch. Yay! Der liebe Crappy feiert sein 2-jähriges Jubiläum am Samstag, deswegen da unbedingt vorbeigucken, bitte, bitte, bitte. Und ich feiere mein 7-jähriges am Freitag nach der Arbeit, wahrscheinlich. Am Abend dann, ja. Da freue ich mich halt auch schon voll drauf, weil, ja, 7-jähriges. Ich habe es total verpennt. Normalerweise wäre es am 29. März gewesen, 2015, habe ich meinen Account erstellt. Und an dem Tag war ich irgendwie nicht gerade wirklich so on point zu streamen. Corona, bla bla blub und so. Und ja, mir ging es halt echt nicht gut. Und ja, deswegen holen wir das auf jeden Fall nach. Ich werde jetzt noch privat ein bisschen weiter zocken. Werde mir noch ein bisschen Podcast hören. Übrigens, Hashtag Grabestelle, unbedingt. Schau ich schön Podcast. Grabestelle Podcast. Und die anderen großen Podcasts kennt ihr eh, aber die zwei unbedingt, 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 unbedingt anhören. Auch super, super liebe Mädels.
die super viel Arbeit in ihre Podcasts stecken. Wie Grabesstille bei der lieben Jess und bei den lieben Brennen auf jeden Fall. Da werde ich demnächst auch nochmal ein Video machen, wo ich den beiden extern danke, also nochmal explizit nur für sie. Und ja, auch schau ich schön, werde ich auch ein Video machen. Genau. Also ich werde auch, ich will nur nichts versprechen, aber ich habe vor, demnächst ein bisschen mehr Videos zu machen und ich würde mich halt wahnsinnig freuen, wenn ihr da vorbeischaut und liked und teilt und ja, genau. Ihr kennt den Spruch. Wenn euch dieser Content hier gefällt und ihr nichts mehr verpassen wollt, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Also unten den Abo-Button mal ordentlich eine mitgeben. Richtig schön mit Anlauf. Ja, genau. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dabeisein und tschüss.